Das Mitgefühl. Hier haben wir wieder, genau wie bei der dritten Karte, drei Öle. Den kinesiologischen Test habe ich schon in der Karte 3 erklärt. Schau dir hierzu bitte dieses Video an, wenn du noch nicht weißt, wie es funktioniert. Also, Mitgefühl, nähren. Farbe, helles Türkis. Ätherische Öle ist die Balsamtanne, die Idaho-Blaufichte und die Northern Light Black Spruce, also die Schwarzfichte. Der Kristall ist da Aquamarin und der Aventurin. Element Wasser, Richtung Westen. Konzept Nähren und Pflegen des eigenen Selbsts und das der anderen. Ausbalanciertes Geben und Nehmen. Mitgefühl ist die Schwingung, die die Information von einem ausgeglichenen Geben und Nehmen enthält. Vielen von uns wird beigebracht, dass es besser sei zu geben als zu nehmen. Und wir erlauben es uns daher nicht genug zu nehmen. Tatsächlich können wir die Aufnahme, insbesondere der Nährstoffe, blockieren, die unser Körper wirklich braucht, um gesund zu sein. Weil die Schwingung des Mitgefühls enthalten ist, können wir ein ausgeglicheneres inneres Gleichgewicht erlangen, was sich auch nach außen auswirkt. Das ist zum Beispiel eine Karte, die ich unwahrscheinlich spannend finde, weil wie viele Menschen nehmen Supplements ein, Nahrungsergänzungsmittel, und haben immer wieder das Gefühl, ja, sie bringen zwar was, aber ich habe das Gefühl, da müsste weitaus mehr gehen. Hier ist es extrem wichtig nachzuschauen, das Gefühl, ob nicht eventuell dieses Konzept dieser Karte blockiert wird durch uns selber, dass wir uns das einfach nicht erlauben, weil die Glaubenssätze oder die Programmierungen, die von den Eltern oder von der Schule oder von wo auch immer wir die haben, uns das eingebläut hat. Ist es so, dass du keine Nährstoffe aufnehmen kannst, arbeite richtig intensiv mit dieser Karte. Wie du mit ihr arbeitest, kannst du ganz allein für dich selber entscheiden. Zuallererst nimmst du die drei Öle. Das kannst du auch hier mit dem Video machen. Dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt die Öle schon bei dir zu Hause haben. Und kannst nachfragen, ist das Öl der Balsamtanne für mich jetzt das richtige Öl, um mit der Glyphe des Mitgefühls zu arbeiten? Und dann machst du den Ja-Nein-Test, den ich schon bei der vorhergehenden Karte gezeigt habe. Und wenn dann ein Nein rauskommt, dann gehst du weiter zum nächsten Öl. Aber ich empfehle dir, alle drei Öle durchzufragen, weil manchmal kann es sogar sein, dass es zwei oder sogar alle Öle sind, die jetzt gerade im Moment extrem wichtig für dich sind. Und je nachdem, welches der Öle dann für dich jetzt in diesem Moment richtig ist, meldest du dich bei mir und ich helfe dir, ein Benutzerkonto anzulegen, mit dem du dir dann die Öle bestellen kannst, dass du damit arbeiten kannst. Die Glyphe, mit der kannst du verfahren, wie du möchtest. Du kannst sie malen, du kannst sie häkeln, du kannst sie schnitzen, was auch immer dir einfällt, oder Makramee. Ja, also wir haben ja jeder so seine eigenen kreativen Ergüsse und dementsprechend lass es einfach mit einfließen oder atme sie einfach ein. Du guckst sie an und bittest sie in deinem Feld zu wirken. Meditiere mit ihr und das täglich. Ja, also gerade wenn es darum geht, dass wir Nahrungsergänzungen nicht aufnehmen können oder aus der Nahrung, die wir haben, die jetzt nicht wirklich nahrhaft ist, wenn sie aus dem Supermarkt kommt und schon gar nicht, wenn sie von Spanien kommt. Achte darauf, wie sind deine Gedanken? Erlaubst du dir auch zu nehmen oder gibst du immer nur? Ganz, ganz wichtiges Thema.